Ja, wir begrüßen euch heute zum zweiten Indiens Inside. Wir scheuen keine Kosten und Mühen, sind extra nach Bittigheim heute gefahren, um für euch diesen Film zu drehen. Heute wollen wir euch unsere Busfahrer vorstellen, die Mannschaft ja immer die ganze Zeit durch Deutschland fahren während der Saison. Und deswegen, ja, wir stehen schon im Bus drin. Kommt mal mit nach vorne. Ja, da haben wir hier zu meiner Rechten einmal den Robert Hanke und zu meiner Linken den André Holstein. Frank Holstein, sorry, passiert. Ja, sagt doch mal, erzählt doch mal unseren Fans, wie so ein normaler Arbeitstag bei euch aussieht, wenn es in den Süden runtergeht. Wann ihr losfahrt, ja nicht Garmisch, so wie heute zum Beispiel. Wie sieht denn da euer Arbeitstag aus? Also erstmal stehen wir morgens auf. Ja, das macht ja jeder normale Mensch auch. Uhrzeitmäßig, wann fahrt ihr, also wann startet? Es kommt immer darauf an, wenn die Fahrten sind. Also heute hatten wir zum Beispiel Abfahrt um 10 Uhr vom Betriebshof. Das heißt, dann sind wir so um 10.45 Uhr immer im Stadion. Dann ist eine Dreiviertelstunde da mit Packen etc., bis alle da sind. Und dann geht es meistens los mit der Fahrt. So. Und dann ist meistens so 6 Stunden vorm Spiel noch Essen. Das heißt, wir machen eine halbe Stunde Pause und dann fahren wir in eins durch bis zum Stadion. Außer es ist Stau. Wann in etwa seid ihr immer dann mit den Jungs vor Ort, damit die sich vernünftig auf das Spiel vorbereiten können? Also wir sollen offiziell 2 Stunden vor Ort sein. Dann ziehen die sich an und machen dann halt noch ein bisschen Aufwärmtraining oder sowas. Teilweise, so wie heute, sind wir eine halbe Stunde später gewesen durch den schönen Rückstau hier und den ganzen Schnee, aber passiert halt. Ja, ja, aber ihr seid nicht die einzigen beiden, die unsere Mannschaft fahren, sondern zu der Crew gehören noch 2 andere da mindestens zu, meine ich. Ne? Genau. Wer gehört da noch zu? Also einmal Norman Schiering, der macht das auch alles, der managt das alles mit den Touren, mit den Planungen und sowas, der managt das alles. Und noch André Ebert, den kennt ihr bestimmt auch alle. Ne? Ja. Und wir sind halt 4 Mann, die das gerne machen. Man muss natürlich auch ein bisschen interessiert sein am Eishockey, sonst macht man das natürlich nicht, weil man ja nun immer lange unterwegs ist. Die Touren sind immer relativ lang, alles im Süden. Also man muss schon ein bisschen fanatisch und begeistert sein, dass man das auch alles macht. Ja, aber wenn ich das so richtig mitbekommen habe, seid ihr eigentlich alle mittlerweile Indians-Fans geworden, die bei den Indians damit die Mannschaft fahren oder auch, als wir mit euch noch die Fanbusse gemacht haben, sind eigentlich alle dann fast immer im Stadion, soweit es passt mit eurer Arbeit, oder? Ja, das passt eigentlich, soweit es geht, immer. Also jeder versucht sich dann frei zu nehmen, wie es gerade passt. Es gibt ja auch, Hollo zum Beispiel ist ja auch schon mit dem Fanbus mitgefahren, glaube ich, ja, bei euch, genau. Schon mehrfach, genauso wie André. Ja. Und ist halt cool, also macht Spaß, die Jungs sind in Ordnung, Trainer ist in Ordnung. Ja, das zeigt also auch die Fahrer, wenn sie nicht arbeiten müssen und nicht die Mannschaft fahren oder die Fans fahren müssen, dann fahren sie sogar mit den Fans mit und haben Spaß. Das kannst du, glaube ich, bezeugen, dass man das haben kann, oder? Auf jeden Fall. Das macht immer wieder Spaß und ich komme auch immer wieder gerne mit. Ja, ich würde sagen, Ole geht dann nochmal kurz mit euch durch den Bus, zeigt euch den nochmal und kommt dann nochmal nach hier vorne. Und ja, dann sehen wir uns gleich nochmal. Ja, dann wie viele Jahre seid ihr jetzt schon dabei und fahrt die Mannschaft? Also Norm und ich, wir fahren das jetzt, ich glaube, 5. Jahr ist es jetzt, dass wir das fahren. Also wir haben von Anfang an dabei. Hollo ist jetzt das 1. Jahr dabei, als offizieller Fahrer. Hm. André ist offiziell auch seit diesem Jahr dabei, aber ist letztes Jahr schon eingesprungen und dann haben wir so das Team zusammen. Ja. Zwischenzeitlich haben sie mal gewechselt. Ja. Ja, aber Hollo und André haben ja auch immer schon die Fans gefahren, deswegen sind sie den meisten auch schon bekannt. Und dann passt das. Ja, dann sagen wir schönen Dank, dass ihr kurz Zeit hattet für uns und hoffen wir, dass ihr die Jungs heile nach Hause bringt nachher mit 3 Punkten im Gepäck. Und dann schönen Dank und viel Spaß heute Abend. Ja. Alles klar, danke, ciao.